Es gibt zwei Versionen zum Ablauf der Todesnacht im Haus von Oscar Pistorius am 14. Februar. Der Sprintstar spricht von einem tragischen Versehen. In den frühen Morgenstunden will er im Badezimmer ein Geräusch gehört haben. Er holt seine Pistole unter dem Bett hervor. Pistorius nimmt an, seine Freundin Reva Steenkamp liege im Bett und feuert im Dunkeln auf die Badezimmertür. Dahinter vermutet er einen Einbrecher. Seine Prothesen will der beinamputierte Sportler nicht angezogen haben. Als er bemerkt, dass seine Freundin nicht im Bett liegt, zieht er seine Prothesen an und schlägt die Badezimmertür mit einem Cricketschläger ein. Er findet Steenkamp bei Bewusstsein und trägt sie die Treppe hinunter. Sie stirbt in seinen Armen. Die Staatsanwaltschaft wirft Pistorius vorsätzlichen Mord vor. Ein Zeuge hört das Paar in der Tatnacht streiten. Das Licht in der Wohnung soll an sein, als die Schüsse fallen. Laut Polizei sind die Einschüsse nach unten gerichtet. Das legt nahe, dass Pistorius da seine Prothesen bereits getragen hat.